gibt natürlich auch ganz mögliche neue Möglichkeiten, Dinge zu entdecken. Da sehe ich auch große Herausforderungen und Möglichkeiten, zum Beispiel in der virtuellen oder Augmented Reality. Hier sehen wir einen Museumsbesucher, der mit Augmented Reality etwas anschauen kann und dann rein und raus zoomt und Objekte erkennt. Die Technik kennt ihr bestimmt auch. Ja, das ist in der Zukunft sicherlich so trivial wie heute ein Handy. Ja, also die Metadaten von diesem Ausstellungsgegenstück zu erkennen und dann da hineintauchen zu können. Ja, die zum Beispiel den Besuch wesentlich attraktiver machen. Ja, also für manche, eben nicht für alle. Das ist schon Fragmentierung auch, die wir da sehen. Oder hier unten sehen wir die Möglichkeit, zum Beispiel virtuelle Besuche zu machen über ein Gerät, das heißt Oculus Rift, was man anzieht wie eine Art von Helm. Ja. Die bereits dabei sind, die 50 wichtigsten Museen der Welt virtuell darzustellen. Ja. Das heißt, ich kann dort virtuell das Museum besuchen. Die Firma heißt Europeana. Ich ziehe dieses Gerät an, ja, und kann dann quasi die Umgebung virtuell von außen besuchen, ja, in 3D. Ja. Ich habe es schon mal ausprobiert, es funktioniert hervorragend. Aber das Gute daran ist, dass dieser virtuelle Besuch dann dazu führt, dass Leute sagen, ich habe das schon mal gesehen quasi. Aber wenn ich dann in Amsterdam bin, dann gehe ich dann definitiv dahin, ja, um eben diesen Zusammenhang darzustellen. Das sind, glaube ich, Möglichkeiten, die wir in der Zukunft sehen. Also neue Interfaces, ich schreibe das auch mal hier so auf, weil das, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Ja. Also neue technische Möglichkeiten, das zu sehen, was sie anbietet. Zum Beispiel für Denkmäler wäre das sehr interessant, fände ich, eine Art von virtuellen Besuch machen zu können. Das kommt sicherlich in der nahen Zukunft auf uns zu. Also was wir hier sehen, ist sicherlich das, Fragmentierung. Ich kann schon von euch sagen, dass einige hassen diese Ideen und andere lieben diese Ideen. Das liegt halt daran, dass manche sagen, das würde ich sofort tun, das finde ich total gut, und andere sagen, das ist Blödsinn. Das heißt, wir haben eine Zukunft, die fragmentiert ist. Es gibt nicht nur 2, 3 Besucher, sondern es gibt 100 verschiedene Arten von Besuchern. Der Trend zur Fragmentierung wird zunehmen. Wir müssen auch Angebote personalisieren können. Der eine mag es so, der andere mag es so. Und das ist sicherlich auch eine Herausforderung, auch eben für eine Art von übergreifender Kultur.